Hallo Ivan, Glückwunsch zum Sieg. Wie hast du das Spiel heute gesehen? Das Spiel war nicht so wie die letzten Spiele, sag ich mal. Es war ein bisschen schwieriger. Dennoch, wir hatten unsere Chancen, die haben wir leider nicht genutzt. Und dann wurde es am Ende ein Arbeitssieg, sag ich mal. Ich denke, dass wir das Elfmeterschießen gewonnen haben, war irgendwo verdient vom Spielverlauf her, da wir kaum was zugelassen haben. Ich glaube, Filzing hatte einen Schuss aufs Tor. Und deswegen haben wir das uns irgendwo erarbeitet und dass Vincent dann einfach 4 Elfmeter hält, das ist unglaublich. Ja, du hast es bereits gesagt, ihr habt während der regulären Spielzeit viele Chancen einfach nicht genutzt. Kannst du irgendwie einen Grund benennen, woran das gelegen hat? Puh, also wenn man bis jetzt die Saison anguckt, keine Ahnung. Da haben wir unsere Chancen meistens gemacht. Ich weiß nicht, es gibt keinen Grund. Vielleicht müssen wir uns noch mehr klarere Torchancen herausspielen oder sonst irgendwas, wenn wir die nicht schon genutzt haben, aber dennoch, es war eine super Moral der Mannschaft, dass dann im Elfmeterschießen über, ich weiß nicht, 9, 10 Elfmeter, ich glaube, Lukas war der 10., dann nach Hause zu holen, den Sieg. Ja, vielen Dank. Dann hoffen wir mal, dass es am Wochenende besser klappt mit der Chancenverwertung. Wird schon. Ciao, ciao. Hallo Vincent. Hi. Dürfen wir dich jetzt Heiliger Vincent nennen? Ja, der Mathis hat mir eben schon gesagt, es ist der Namenstag heute auch von mir. Ja. Passt ja eigentlich zu dem Tag dann, kann man so sagen. Also ja, freue mich natürlich sehr, dass die Mannschaft jetzt das Halbfinale erreicht hat. Ist ja immer knapp im Pokal bei uns irgendwie. Ein bisschen anders als in der Liga, aber ja, Spiel ist gewonnen. Wir sind alle glücklich und happy und freuen uns auf jeden Fall auf die nächste Runde. Sehr schön, also fühlst du dich sehr gut, das freut uns. Ja. Habt ihr Elfmeterschießen irgendwie geübt vor dem Spiel heute oder war das einfach Glück und Können? Ja, also eigentlich nur Glück und Können. Glück gehört immer dazu. Ab und zu schießen ein paar Jungs nach dem Training mal einen Elfer, oder, aber eher aus Spaß, also nicht wirklich ernstes Training. Und da gehört, ich denke, Elfmeterschießen kann man auch nicht trainieren. Es ist eine komplett andere Atmosphäre hier mit den Fans und das, der Druck ist halt natürlich komplett anders hier. Aber bin stolz auf die Jungs, haben sie sehr gut gemacht. Vielen Dank, bis zum Freitag. Genau.